Herzlich willkommen zurück im Capital Wasteland. Mein Name ist Alex DeFenris, ihr seid natürlich auf dem YouTube-Kanal Der Dritte Spieler. Mein Charakter in Fallout 3 ist Edgar Yusuf mit dem Fokus auf CSI oder, um es mit den Special-Werten auszudrücken, Strength, Charisma, Intelligence. Und wir sollten mal herausfinden, wie wir hier irgendwie weiterkommen. Nimm die Richtung, ne? Frage ist, gibt es in der Richtung was Brauchbares? Laserpistol. Ich glaube, ich nehme mal eine andere Waffe, oder? Ich habe genug Schuss dafür. Dafür allerdings auch. Ja, mal die Scope Magnum, oder? Denke ich mal, so sollte ich auch eine höhere Genauigkeit mit erreichen. Okay, hier war ich definitiv schon. Hier gab es ja auf einmal zack Rakete ins Gesicht und so. So nimmt sich. Ich muss tatsächlich in südöstliche Richtung. Die Frage ist, wie stelle ich das am besten an? Wohl über einen Umweg hinauslaufen. Stimmt, genau. Ich war ja ursprünglich hier auf den Weg und dann ist irgendwie alles in die Hose gegangen. Ah, das sieht schon besser aus. In der Richtung. Ja, das sieht doch nach einer Straße aus hier. Den Weg kann man noch gehen. Wisst ihr was? Ich nehme alles zurück. Ich glaube. Wow. Okay. Die ist nicht ohne, aber ich glaube, ich nehme mal wieder die Laserpistole. Nur für den Fall. Spike Armor, blub. Bisher, ja, guter Junge. Guck mal, ich habe dich schon aufgeräumt. Ich habe deine Arbeit gemacht. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Okay, wir müssen jetzt tatsächlich hier in östliche Richtung. Müssen wir einen schnurstracks drauf zulaufen. Ah ne, war wahrscheinlich auch nur Stücke von Totem Raider mit einer Rüstung, die ich nicht brauche. Ich muss mich ja nicht komplett überladen, bevor ich da ankomme, oder? Wow! Das habt ihr auch gesehen, oder? Ja, wir haben ein Problem. Hier haben wir radioaktiven Fallout. Shit. Status, Red, 172. Nicht besonders gut, auch nicht besonders wenig. 72, das heißt zwei davon. Radiation Resistance. Und jetzt sollten wir mal versuchen, dass wir hier schnell durchkommen.
Hat einiges an Schaden. Flooded Metro, ja. Hat jemand gerade eine kleine Atombombe abgefeuert? Dürfte wahrscheinlich ein kleiner Fatboy gewesen sein. Und Raider. Ja, ich und mein Glück. Wir werden keine Freunde. Ernsthaft? Ich will ja nichts sagen, ne? Wer voll. Das? Das Ding? Oh, shit. Okay. Zero chance to hit. Das geht schief, Leute. Das geht schief. Da hinten ist der. Ja! Ich habe ein Raider-Nest ausgehebelt. Ausgehoben. Da ist er. Erledigt. Was ist das bitte für eine Waffe? Hund, du brennst. Guter Junge. This dog. Oh my God, Alien Power Cell. Firelands. Ich habe einiges erwartet, aber jetzt nicht von jetzt auf gleich.
hier direkt live einen Atomkrieg ins Gesicht zu kriegen. Ich habe jetzt mit einigem gerechnet, aber nicht damit. Was nur beweist, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal Fallout 3 gespielt habe. Sachen passieren. Was bedeutet, wir können jetzt in aller Seelenruhe diesen Hort des irgendwas plündern. Nach Herzenslust. Und erschreck mich nicht zu Tode. Ich bin gerade schon mehrfach fast gestorben. Das war ein Erlebnis. Brauche ich so schnell, aber nicht nochmal. Myler Cake. Oh, Wodka. The good stuff. Natürlich ist die Kasse leer. Wird ja auch keiner von denen hier irgendwie bezahlen, oder? Instamash. Box of Detergent. Red Eggs. Ja, das brauche ich. Ein bisschen Magnum-Munition hier. Ein paar Darts. Zigaretten. Die Milchflasche entsorge ich besser gleich, oder? Zigaretten, ja, die sollte ich mitnehmen. Pork and Beans. Oh yeah. Oh yeah. Red Axe hat aufgehört zu wirken. Vorkriegsgeld. Ein paar Zigarettenkartons. Oh, hier sind Minen drin. Average. Oh, first try. 8 Fragmines. Na, die geben gutes Geld. Ich arbeite nicht gern mit Minen, muss ich sagen, im Spiel, weil ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich benutze sie einfach nicht gerne. Bonesaw. Druckkochtopf. Ein funktionierender Computer. Ich werd blöde. Turret Control System. Oha. Wir dürfen wieder hacken. Hackerman is back! Hackerman Pristine. 5 von 8. Ist kurz. Nein. Trusting. You should trust me while I hack the system. No targeting data. Deactivate system information. Administrator Robco ID 23988. New admin? Fuck you. Welcome new user? Fuck you. No targeting parameter? Fuck you user group. Wow. Powering down. Thanks a bunch. Gut, wenn es hier noch aktive Turrets gibt in der Umgebung, dann sind sie jetzt deaktiviert. Das und das alles ist nur deshalb passiert, weil ich eigentlich nur in die Bücherei wollte. Ist so. Ehrlich. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass Buffout aufgehört hat zu wirken. Und dass man auf jeden Fall seine Bücher pünktlich zurückgeben sollte, wenn man sie ausgeliehen hat in der Bibliothek. Weil wenn man sie nicht pünktlich zurückgibt, dann scheinbar bekommt man ne? Eine Atombombe ins Gesicht. Das Lock ist easy. Mal schauen, wie easy. Ja, easy genug. 20 Shotgun Shells, ja. Nehme ich nochmal 9. Eine Pulse Grenade. Oder wie ich sie nenne, eine Granate. Eine Grenadine. Ich meine, die haben sich ja hier schön eingerichtet, ne? Muss man ja lassen.
Man muss ja irgendwas machen aus dem Ödland, ne? Hat jedenfalls funktioniert. Für einen gewissen Zeitpunkt. Irgendwas Brauchbares? Nein, natürlich nicht. Na, ah, dammit. Kannst dich wieder ausmachen, ich brauch das Licht nicht. Ja gut, von hier war ich gekommen. Könnte schauen, ob hier irgendwas Interessantes drin ist. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht dran, aber... Hey. Noch eine Pulse Grenade. Stimpak. Noch ein Stimpak. Und ein toter Kamerad. Alien Power Cells. Ist seltsam genug, ne? Wo auch immer die herkommen. Oh gut, Aliens in der Welt von Fallout, das ist etabliert. Das ist so. Es gibt Aliens. Und ja. Bevor wir jetzt zur Flooded Metro gehen, ich wollte tatsächlich, dass wir weiter unser ursprüngliches Ziel verfolgen. Was genauer bedeutet. Weiter Richtung Bücherei. Also wenn das tatsächlich funktionieren sollte. Natürlich kann ich das nicht reparieren. Eine Alienwaffe. Ah. Ja. Ich muss aber erstmal wieder meine Laserpistole aus. Hier komme ich ganz gut mit meiner Laserpistole zurecht. Hund, lass den Müll in Frieden. Und meine Skills sind so ein paar ganz schlimme Sachen, die erstmal passieren könnten. Ein paar Yaoguais, ein paar Deathclaws, Super Mutants mit noch mehr Raketenwerfern. Das wäre so in etwa das Schlimmste, was jetzt tatsächlich noch passieren könnte. Dogmeat knurrt. Ja, wir kriegen ein Problem. Oder mehrere. Danger. Feinde haben uns entdeckt. Die Frage ist, wo kommen die jetzt her? Raider. Raider, Tatsache. Da will jemand laufen. Shit. Shit. Kein Fan von den ganzen Minen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man achtet da normalerweise nicht drauf, ne? Und dann zack, bumm.
Ah, eine Falle. Einfach, aber wirkungslos. Geht nicht ganz wirkungslos, ne? Aber. Ich wollte die entschärfen. Ja, super. Das kostet mich eine Menge Stimpaks. Jetzt habe ich schon ein paar Sachen, die ich hier entschärfen kann. Gut, Dog Meat, wir wissen's. Danger? Yes, you too. Ein Turret. Schauen, bis ich wieder genug AP habe. Komm schon, komm raus, wo immer du bist. Nur dein Bier und dein dreckiges Wasser. Kannst du von mir aus machen, was du willst. Jupp. Soll ich sagen, das Gesetz des Ödlands. Drei Saves. Okay, das hat sich gelohnt. Ernsthaft? Wow. Easy klingt gut. Ah, ich hatte es fast. Lockhart, goddammit. Was ja, um was kriege ich jetzt nicht hin, ne? Locked very easy, oh man.
Immerhin hat sich zumindest ein wenig gelohnt. Und eine weitere Falle entschärft. Oh, noch ein Safe. Very easy. Das sollte jetzt nicht zu... Okay. Panzerknacker. Stimpaks, Jet, Mantats. Junge, was ist los? Warum der Lärm? Jetzt mal den Safe werden wir heute wohl nicht mehr plündern. Vor allem Cabinets hier sind soweit alle leer. Ich würde sagen, wir nehmen hier den kurzen Weg raus, oder? So. Nein! Schon wieder. Da, jetzt aber. Da ist auch einer. Und da auch einer. Das sieht fast aus wie eine Bibliothek. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist es das? Sind wir da? Nein. Ist das ein Gebäude? Oh, shit. Oh, okay, es sind nur Mole Rats. Alexandria Arms. Guter Junge. Wir brauchen doch noch was für unser Gulasch. Mit den Blechdosen hier kann man nichts anfangen. Ich meine, klar, Gulasch aus der Dose. Da geht auch kaum... Oh, hello. Der hat es nicht mehr geschafft. Alexandria Arms. Ich habe das Gefühl, da sollte ich noch nicht reingehen. Jetzt sollten wir tatsächlich erstmal Richtung Bücherei gehen. Und schauen, was uns da als nächstes erwartet. Bin ich ganz sicher, sind wir hier richtig? Sieht danach aus. Was? Hier ist jemand drin? Okay. Jemand ist, naja. Jemand ist vielleicht der falsche Ausdruck. Peace, Bro. Arlington Library. Wir sind tatsächlich hier. Oh, shit. Ist natürlich immer witzig, auf eine Granate zu zielen, wenn derjenige die versucht gerade zu werfen. Dann passiert sowas. Nice. Okay, Talon ist also auch hier und sie suchen nach mir. Das kann ja noch ein Spaß werden. Gut, ich würde sagen, wir belassen es dabei, beenden diese Episode für heute und ich hoffe, euch natürlich auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielleicht dann auch ein bisschen weniger
Ja, Atomkriegspotenzial. Das war's von mir und unserem treuen Hund Dogmeat. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, euch ja wieder beim nächsten Mal hier begrüßen zu dürfen. Auf dem YouTube-Kanal der dritte Spieler. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao.